Liebe Zuschauer, das Jahr ist ja schon ein bisschen alt geworden, aber traditionell zum Jahresbeginn findet immer ein Neujahrsempfang statt. Sei es in Hoyerswerda oder eben auch in Berlin, denn da lädt Bundespräsident Joachim Gauck höchstpersönlich ein. Und diese Ehre wurde, wir haben es schon berichtet, 7 Personen aus Sachsen zuteil und unter anderem Bernd Wiesen aus Hoyerswerda, der sich in der Lebenshilfe-Regionalvereinigung Kamenz-Hoyerswerda sehr engagiert. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, erstmal über diesen Empfang. Ja. Wie war das, dort anzukommen, Gauck zu sehen, mit ihm zu sprechen? Für mich war es total aufregend. Es war eine bestimmte Anspannung auch vorhanden. Aber der Respekt vor dem Amt und vor dieser Person war eigentlich das, was überwogen hat und was mich eigentlich auch glücklich und stolz gemacht hat, dass ich einer von den 7 aus Sachsen sein durfte. Er hatte ja 71 Personen aus ganz Deutschland eingeladen und somit war das schon eine Ehre und auch für mich, und so sehe ich es persönlich, war ich ein Vertreter für viele. Wenn ich auch als Person dort war, aber wie gesagt, ich war für viele, die sich arrangieren und im Ehrenamt tätig sind, ich war für viele da. Es gab sicherlich die eine oder andere Möglichkeit, mit Herrn Gauck oder auch mit bestimmten Ministern, die ebenfalls geladen waren, ins Gespräch zu kommen. Aber ich denke auch mit Ehrenamtlern. Ja, und das war für mich auch sehr spannend. Denn dort waren Menschen, bei uns am Tisch saß einer, der 25 Jahre in Hamburg in der AIDS-Prävention und in der AIDS-Hilfe tätig ist. Dort waren Menschen da, die schon 30 Jahre beim Roten Kreuz sind, bei der Rettungswacht, beziehungsweise die sich auch um Behinderte kümmern und Selbsthilfegruppen als einzelne Person gegründet haben und dort sehr erfolgreich sind über Jahrzehnte. Und das war einfach das Spannende. Gut, ich bin eigentlich im Ehrenamt ja seit 2000 tätig, fast noch ein Neuling. Aber das war, wie gesagt, schon eine interessante Erfahrung, wie viele Menschen über Jahrzehnte auch tätig sind. Obwohl man die 17 Jahre jetzt um Gottes Willen nicht kleinreden sollte, weil es muss viel gemacht werden, das ist auch klar. Und ich finde auch, Menschen mit Behinderung, denen sollte man immer helfen. Das ist richtig. Meine Aussage, und da wiederhole ich mich, ist ja immer, dass gerade Kranke, Behinderte und sozial schwache Menschen sehr oft Verlierer in dieser Gesellschaft sind, an den Rand gedrängt sind. Und das kann nicht sein. Die gehören genau wie jeder andere, wie Sie und ich, gehören die auch in den Mittelpunkt der Gesellschaft. Das sind Menschen, denen man helfen muss, die dazu nicht in der Lage sind, vom Vermögen her, vom geistigen Vermögen her, dass man diesen Menschen hilft und sie unterstützt und nicht hinter ihnen, sondern auch vor ihnen steht. Mhm. Jetzt haben wir das geistige Vermögen schon angesprochen. Wir müssen natürlich auch das Finanzielle mal ein bisschen berücksichtigen. Letztes Jahr gab es dazu die Erika Heimann Stiftung, die Sie ins Leben mitgerufen haben. Wir haben angefangen im Jahr 2015 die Gründung der Erika Heimann Stiftung aufgrund einer nicht kleinzuredenden Erbschaft. Haben wir uns im Vorstand der Lebenshilfe Regionalvereinigung Kamenz entschieden, wir gründen eine Stiftung. Und das haben wir innerhalb von 7 Monaten, kann ich heute auch sagen, recht zügig und mit fachlicher Unterstützung haben wir das auch hinbekommen. Und wir haben im Jahr 2016 am 19. Februar, so können sich ja die Zuschauer sicher noch erinnern, haben wir die Gründungsveranstaltung durchgeführt. Und wir haben auch im letzten Jahr die ersten 2 Anträge, und derer waren ja einige, die ersten 2 Anträge bewilligt und konnten somit nach unserer Satzung auch Menschen dort schon helfen. Das sind ja logischerweise nicht einfach nur irgendwelche Sachen, die man dann durchwinkt, die auf einem Papier stehen, sondern es sind Schicksale. Geht Ihnen das auch irgendwie nah? Natürlich berührt einen das. Die Schicksale und bei dem ersten Fall, den wir auch unterstützt haben, muss ich sagen, habe ich mir nie im Leben vorstellen können, wie ein Mensch mit so wenig Geld im Monat leben kann. Und wir haben wirklich in diesem genannten Fall, habe ich dann die Kontoauszüge der letzten 3 Monate abgefordert, weil ich mir das einfach nicht vorstellen konnte. Wie kann man mit so wenig Geld im Monat leben?
meine, das Arbeitsamt und Sozialamt fordert ja auch Kontoauszüge, um den Nachweis 100%ig zu bringen. Und so haben wir auch davon Gebrauch gemacht. Und zwar Tatsache so. Da haben wir im Stiftungsrat und im Stiftungsvorstand natürlich dann einstimmig beschlossen, die Dame bekommt Unterstützung und die hat eine Sachleistung bekommen. Das heißt, wir haben der Dame, ich kann das ja jetzt ja sagen, wir haben ein Schlafzimmer gekauft, haben uns mehrere Angebote von Möbelhäusern machen lassen. Wir müssen mit dem Geld der Stiftung ja auch sorgsam umgehen. Und die Dame konnte sich dann noch einen Tag vor Heiligabend wirklich freuen. Und ich denke, das war vielleicht für sie auch das schönste Weihnachtsgeschenk. Sie hat dort ein neues Schlafzimmer bekommen, dass sie nicht auf einer Matratze liegen muss und so ihren Lebensabend verbringen muss. Also auch noch eine gute Geste zum Heiligen Abend geschaffen. Und ich finde, auch dafür sind Ehrenamtler da, so wie Sie, um das zu realisieren. Wie kamen Sie eigentlich damals auf die Idee zu sagen, okay, ich will mich jetzt engagieren in der Gesellschaft? Ich bin betroffenes Elternteil. Ich habe selbst eine Tochter mit einer geistigen Behinderung, die von Geburt an, wie gesagt, auch betreuungsbedürftig ist. Da ist, wie gesagt, eine eigene Betroffenheit da. Aber diese Betroffenheit, der ordnen wir uns nicht unter, sondern wir versuchen auch, das Maximale und Mögliche mit ihr zu unternehmen und zu machen. Man kann ja unter so einer Behinderung auch, kann A, eine Ehe kaputt gehen, kann eine Beziehung kaputt gehen. Wir haben gesagt, nein, sie ist das drittgeborene Kind, sie ist genauso wertvoll und wichtig wie alle anderen beiden, ihre beiden großen Geschwister. Und so kam es eigentlich, dieser Kontakt immer zur Lebenshilfe. Und damals, wie gesagt, Frau Erika Heimann lebte noch, die hat immer gesagt, sie müssen mitarbeiten und sie war der Initiator, sie hat immer gedrängelt und gesagt, ja, wir brauchen sie. Und dann habe ich mich, wie gesagt, 2000 entschlossen, im Vorstand mitzuarbeiten, habe mich in den Vorstand wählen lassen. Ja, dann kamen, wie gesagt, ja noch andere Funktionen dazu. Der Vorsitzende des Landesverbandes, mittlerweile schon jetzt im 11. Jahr. Und in der Bundeskammer in Berlin, das ist die Ländervertretung der Lebenshilfe Sachsen, bin ich tätig. Ich bin im Sächsischen Landesbeirat für die Belange behinderter Menschen tätig. Im letzten Jahr wurde noch am 16. Dezember das Bundesteilhabegesetz verabschiedet. Da bin ich jetzt in der Arbeitsgruppe zur landesrechtlichen Umsetzung mit tätig. Dort fangen wir am 3. Februar mit der ersten Sitzung an. Also es ist immer viel zu tun und das sind alles Jobs, das hört sich sehr viel an. Das sind alles ehrenamtliche Tätigkeiten, aber die habe ich mir ausgesucht, die mache ich gern und die mache ich freiwillig. Und wenn das zusammenpasst, dieses Zusammenspiel, dann kann man auch dort erfolgreich sein. Und erfolgreich kann man auch nur sein, wenn man Mitstreiter hat im Vorstand, in der Geschäftsführung, egal ob auf der Ebene der Regionalvereinigung oder im Landesverband. Man ist Teamspieler und Koordinator und sicherlich auch Repräsentant. Das wäre auch jetzt meine nächste Frage gewesen. Bei den ganzen ehrenamtlichen Tätigkeiten, die Sie so innehaben, verliert man doch bestimmt auch mal den Überblick. Nein, das ist ja nicht so. Und Sie sehen, ich habe hier einen sehr gut gefüllten Kalender, Herr Glatter. Es sind am manchen Tag mal vielleicht zwei Termine, aber dann kann es auch passieren, mal ist eine Woche überhaupt kein Termin. Sehr oft spielen Sitzungen der Lebenshilfe auch, werden die Freitag, Sonnabend in Berlin finden, die statt. Also den Überblick verliert man nicht, weil einige dieser ehrenamtlichen Funktionen ja bedingen die nächste. Also das ist zu viel geworden, ist es mir eigentlich noch nicht. Ich bin natürlich in einer sehr komfortablen Lösung, dass ich zu Hause bin und mich im Vorruhestand befinde. Und da hat man eigentlich Zeit. Obwohl meine Frau mittlerweile sagt, du bist weniger zu Hause, als wenn du einen Job hast und arbeiten gehen würdest. Was sich dann aber auch lohnt, ich denke mal, auch die Einladung zu Gauck war eine große Ehre. Und ich denke mal, dass Sie vielleicht weiterarbeiten werden, um nochmal eine andere Ehre zu erhalten, die in gewisser Art und Weise gleichgestellt wird. Das ist nicht Ziel und auch nicht Motivation, kann ich ganz eindeutig sagen. Wir haben die Zeit in der DDR durch, wo es nur um Orden, Auszeichnungen und dergleichen ging. Also das ist absolut nicht mein Bestreben und auch nicht die Intention meiner Handlungen und meiner Tätigkeiten, sondern ich möchte, dass vielen geholfen wird. Ob das nun in der Lebenshilfe, Regionalvereinigung, im Landesverband ist oder in der Stiftung. Ich möchte, dass einfach vielen geholfen wird und wir dort Veränderungen, wenn auch in kleinen Schritten, dort durchführen können und Veränderungen erzeugen. Das ist Motivation meines Handelns.
Und genau dabei wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg, dass Sie es auch noch weiter schaffen können und vor allem, dass die Gesundheit bei Ihnen auch noch mitmacht. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Und ich danke Ihnen für dieses Interview. Ich bedanke mich auch. Haben Sie ein ungewöhnliches Hobby, eine große Sammelleidenschaft oder kennen Sie jemanden, den wir unbedingt einmal vorstellen sollten? Sie können sich telefonisch unter 03571 425 40 oder via Mail unter info@elsterwelle.de einfach bei uns melden.